Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, ich habe hier offline noch mal ein bisschen was gemacht. Ich muss mal eben gucken, weil das ist nämlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Danach habe ich mich abgespeichert. Ah, hier können wir noch Löwenzahnblüte holen. Das ist sehr gut. Hallo, meine Kleine. Nein, nicht weglaufen. Hallo. Oh, wir haben schon mehrere Enten. Hallo, meine Süße. Oh, niedlich. Nein, nicht weglaufen. Bleib stehen. Das ist so süß, wie die da mit dem Hintern wackeln, vor allen Dingen. Was seid ihr denn jetzt überhaupt? Moment. Rosen. Ja, doch, dann kann ich euch ja abernten. Dann kriege ich ja immer wieder was Neues. Sehr schön. Okay. Also, die brauchen wir auch, aber die sind noch nicht ganz fertig. Ne? Wir brauchen die ja zum Blühen. Genau, die sind noch nicht ganz fertig, die Kamille. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, was ich jetzt beim letzten Mal gemacht habe, ob ich da schon in der Backstube war oder nicht. Deswegen werde ich da jetzt nochmal eben schnell. Ach, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Ja, dann war ich wahrscheinlich schon in der Backstube. Dann gehe ich jetzt zurück, werde jetzt nochmal eben den restlichen Tag überspringen. Es ist übrigens schon sehr schön grün geworden, wie man sehen kann. Das finde ich richtig, richtig schön. Sieht so richtig heimisch langsam aus. Mir wurde geschrieben, und ich hoffe, dass das richtig ist, dass man einfach schlafen gehen kann und trotzdem, wenn man auch um 6 Uhr aufsteht, trotzdem noch vor Sonnenuntergang, vor Sonnenaufgang hat. Deswegen werden wir das jetzt mal ausprobieren. Geh in die Stadt. Es steht sogar schon drin. Sehr gut. Moment, ich hole mir nochmal schnell die Tomaten hier. Gehen wir mal in die Stadt. Ihr achtet mal darauf, dass hier alles schön aussieht, ne? Jungs und Mädels und Enten und Kaninchen und überhaupt. Boah, die ganze Zeit habe ich kein Problem mit meiner Stimme gehabt und kaum drücke ich auf Aufnahme, dann habe ich keine Stimme mehr. Es ist wirklich. Ach, die sind jetzt alle unten, ne? Oder werden alle unten sein, wahrscheinlich. Der kommt auch gerade. Das hört sich so süß an. Ach du Schande, was ist denn hier los? Hallöchen. Aber oh, ich kann gerade nicht mehr reden. Was ist das denn hier? Oh, okay. Wir schnappen uns einfach mal das ganze Essen, was hier steht. Sehr schön. Verwenden. Grillspieße, die kann ich mir auch rausnehmen. Klauen wir einfach mal alles, was hier auf den Tellern ist und was nicht auf den Tellern ist. Mann. Ich hab's wirklich. Ich hätte aber vielleicht vorher mal mein Inventar leeren sollen. Das wäre. Oh, Hallöchen. Ja, nehmen wir doch alles mit, sofern wir das können. Hallo, hallo haben wir bekommen als Rezept. Sehr schön. Haben wir jetzt alles, was hier war? So, ich habe dir dein ganzes Essen geklaut. Ich hoffe, das ist okay für dich. Sollen wir uns hinsetzen und die Sonne grüßen? Wenn es sein muss. Ja, lass uns die Sonne grüßen. Ach so. Oh. Hätte ich vorher noch mit den anderen reden sollen? Scheiße. Ich glaube, ich hätte vorher mit denen reden sollen, oder? Lobe die Sonne. Nimm an der Veranstaltung zum Sonnengruß teil. Ja, jetzt gehen die alle. Nein, geht doch nicht alle. Endlich eine gute Gelegenheit, das neueste Update für meinen Solargrill zu testen. Ich bin sicher, du wirst den Unterschied schmecken. Okay. Ich kann dir aber jetzt nichts geben, ne? Ah, Mist. Na gut. Dann reden wir halt nur mit den Leuten. Das Beste am Sommer ist, dass du draußen bei Tag und Nacht dein Nickerchen machen kannst. Ja. Du brauchst nicht einmal eine Decke. Der Wind ist deine Decke. Ja gut, das nicht, weil der Wind macht es ja kalt und eine Decke ist ja da, um es warm zu machen. Ich bin eine Blume in der Sonne. Ich könnte den ganzen Tag lang tanzen. Komm zu mir. Es ist so ein schöner Tag. Ja, das lassen wir mal lieber, glaube ich. Ei! Oh nein! Ich glaube, ich habe meine Sonnencreme vergessen. Kein Problem, Sonnencreme ist sowieso nicht gut für den Körper. Die Sonne macht meine Haut immer so trocken. Vielleicht kann ich nach Hause laufen und welche holen. Aber dann würde ich das Melonenrennen verpassen. Und die Eiscreme. Nicht die Eiscreme.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Eiscreme hier vom Tisch geklaut, weil sonst wird die mich wahrscheinlich gleich umbringen. Die war ja immer so ein bisschen kleiner Psycho, ne? Der Himmel in meiner Illusionskammer sieht wirklich echt aus, aber die Stimmung hier ist ganz anders. Stimmt, die ist mal rausgekommen. Die Sonne kitzelt. Tin versteckt sich dahinter, dann nehmen wir sie noch. Vitamin D ist wichtig, aber das ist lächerlich. War der letzte Sommer auch so heiß? Ja gut, aber der Vitamin D-Gehalt, den die Haut durch die Sonne produzieren kann, das ist ja nicht abhängig davon, wie heiß die Sonne ist, sondern nur abhängig davon, wie intensiv die Sonne ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. So, warte mal, mit dir kann ich nur sprechen. Komm her. Hallo? Zeit für ein Rennen. Welche Melone wirst du wählen? Woher soll ich das wissen? Ich möchte noch nicht wetten. Ich will nur zuschauen. Hätte ich da was gewinnen können? Aber ich will kein Geld da irgendwie investieren. Ich hätte C genommen. Es sieht eher aus, als ob die da irgendwelche Luftballons drin haben. Ah, ich hätte gewonnen. So ein Mist. Okay. Lassen wir mal so stehen. Was für ein aufregendes Rennen. Glückwunsch an Tin. Ja. Okay. Ach so, hier sind die dann. Ah, okay. Gehen die jetzt alle nach Hause? Mit dir habe ich noch gar nicht gesprochen, ne? Ach, ich hasse den Sommer. Es ist zu heiß und alle sind verschwitzt. Warum sind alle so verschwitzt? Weil sie sich bewegen. So, haben wir die Grundsachen auch schon mal geklärt? Nee, die gehen jetzt aber wieder alle zum Strand. Ist das noch nicht zu Ende jetzt? Können wir hier noch irgendwas machen? Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich hier noch irgendwas machen kann, weil die laufen jetzt hier rum. Wir haben jetzt schon mit allen gesprochen soweit. Die Sonne ist begrüßt. Ah, Mann. Können wir noch mal mit dir sprechen vielleicht? Es ist schon spät. Lass uns der Sonne für diesen schönen Tag danken. Okay. Das war jetzt wirklich nicht lange. Aber okay. Haben wir auch noch mal ein Bild von. Aha. Ja, und da gehen sie alle wieder. Boah, 23 Uhr. So lange ist mir das gar nicht vorgekommen, dass wir überhaupt hier drin waren. Mach den Tag noch nicht zu Ende. Ich muss noch die Sachen von dir klauen. Moment. Zucker. Zack. So, den Teig haben wir gemacht. Das heißt, ich muss noch zweimal die Sachen hier nehmen. Wir haben jetzt mittlerweile so viel von dem anderen Kram hier drin, ne? So, das heißt, das muss ich nicht machen. Sehr schön. Hier drin ist gar keine Zeitangabe, fällt mir gerade so auf. Nee, hier draußen jetzt auch nicht mehr. War das jetzt nur ganz kurz? Na gut. Da haben wir noch mal ein bisschen Einnahmen. 4 Muffins, mehr haben wir jetzt hier nicht drin. Wenn ich jetzt wüsste, ne, dass die Sachen, die hier drin sind, mir gut was bringen, dann würde ich die verkaufen. Andererseits, ich weiß es halt nicht, ne? Und ich kann es halt nur einmal austesten, das ist das Blöde. Irgendein Rezept habe ich auf jeden Fall bekommen. Tin ist jetzt auch nicht mehr da, die ist im Schlafen, ne? Ja, natürlich. Weil der muss, nee, Moment, der muss ich gar nichts mehr gekochtes geben. Der muss ich höchstens noch was so geben zum Leveln. Sternenstaub was, glaube ich. Können wir hier nochmal eine Blüte mitnehmen? Ich weiß auch nicht. Moment. Jetzt muss ich mal eben gucken. Doch hier, die müssten nochmal gegossen werden. Aber wenn ich jetzt schlafe, dann müssen sie sowieso nochmal gegossen werden. Na, eigentlich ist es dann Blödsinn. Machen wir das am nächsten Morgen am besten. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Hier hatte ich die Sachen drin vom Essen, weil ich brauche schon wieder eine neue Kiste. Das ist...
So langsam ist es echt ätzend. Ey, ich habe hier keinen Platz mehr für gar nichts. Ah, Feenstaub, den muss ich zu Tin bringen. Die Rosen, ja, die muss ich halt auch noch wegbringen. Die Sachen, das sind die Samen, die haben wir draußen. Hier können wir eigentlich gar nichts reinmachen. Was ist denn mit der antiken Batterie? Aber die habe ich Tin doch schon gezeigt, oder nicht? Da hat sie doch zu mir gesagt, ich muss einen Weg finden, die aufzuladen, wenn ich mich richtig erinnere. Nehmen wir davor noch mal einen raus. Ach so, Moment, ich wollte noch was ausprobieren. Das ist der Komposter. Weil mir hat man gesagt, aber das ist ein Hochbeet, das ist hier. Wenn man eine Holzkiste herstellt, dann soll man wohl das Rezept bekommen für das Blumenbeet. Jetzt habe ich da natürlich, da muss ich wieder die Bretter benutzen, die ich. Oh, das ist so ätzend. Die Bretter brauche ich doch eigentlich noch. Na gut, okay. Wir versuchen es aber auf jeden Fall mal. Wir machen jetzt eine Holzkiste. Da wird das Bienenhaus freigeschaltet. Ihr wollt mich doch verarschen. Wo wir natürlich. Ach so, da brauchen wir die Holz. Oh, und auch wieder Bretter. Ja gut, aber wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Moment, wo stellen wir das denn hin? Weil noch haben wir Sommer. Noch können wir vielleicht Bienen anlocken. So direkt am Haus wäre vielleicht nicht so günstig, oder? Ich weiß nicht, wie groß ist das? Das ist von beiden Seiten gleich irgendwie. Ist das nur, kann man das nur so auf den Boden stellen? Das ist ja doof. Sollte aber doch eigentlich auch in der Nähe von den Pflanzen stehen, oder nicht? Also von den Kräutern zum Beispiel, weil. Aber auch irgendwo da, wo ich es halt eben auch einsammeln kann. Ich mach's mal hier. Ich weiß nicht. Zack. Meine ersten Bienchen. Ich habe meine ersten Bienchen geholt. Oh, die vermehren sich gerade. Da muss ich einen Screenshot von machen. Die vermehren sich gerade. Oh, ich weiß nicht, wann ich immer Honig holen kann. Oh mein Gott, die sind hier. Fliegt gerne auf meine Kräuter, damit die besser. Oh mein Gott, die vermehren sich ja wie sonst was hier. Oh, ich habe einen Huhn. Alter, wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Ich hab Moon. Und ich kann die Dings hier einsammeln. Oh mein Gott, ich habe heute so viel. Ja, ich kann die einsammeln. Sehr schön. Dann sind die zwar leider alle weg, aber wir brauchen die ja für unsere. Für irgendwas, was wir jetzt nicht mehr dranhängen haben, fällt mir gerade ein. So, Moment. J. Sammle einmal Honig. Ach so, oder war das schon fertig? Nee. Erreiche den Gipfel. Ja, das kriegen wir ja immer noch nicht hin. Sammle einmal Honig. Wieso steht das hier nicht mehr drin? Steht nur, finde ein zweites Artefakt. Oh, ist das cool. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich jetzt die Kamillenblüten genau gebraucht habe. Ich tue sie mal hier rein, damit da nichts mit passiert. Löwenzahn tue ich auch mal erstmal da rein. Aber eigentlich bräuchte ich wirklich noch eine Kiste. Ey, man hat hier. Das war voll, ne? Ja, okay, nicht ganz voll. Ich weiß halt nicht, ob ich die hier aufbrauchen kann. Das ist das Problem. Tu die mal hier rein. So. Dann tue ich da mal die ersten Essenssachen rein. Das auch. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was mit dem Essen ist. Soll ich das aufbewahren? Ist das einfach nur für mich so ein Goodie, damit ich zwischendurch was habe? Soll ich das verschenken?
Ach so, das ist Mango. Ich dachte gerade schon, da ist Honig drin. Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Petersilienblätter, die gehören eigentlich gar nicht hier rein, ne? Machen wir hier mal drei komplette Haufen, dass wir die da noch drin lassen. Tja. Eins machen wir noch hier rein. Ist halt das Problem, wir haben nicht so wirklich viel Platz. Ich mache die mal erstmal noch hier rein, damit wir jetzt nicht unbedingt die Bretter oder ähnliches halt verbrauchen müssen. Weil wir brauchen halt die Bretter, um da wieder was Neues zu machen. Das nehmen wir mit. Das ist soweit alles okay. Dann, Moment, die Pusteblumen, die sind hier drin. Und Petersilie hatte ich jetzt noch gar nicht, ne? Dann tausche ich das mal eben aus. Setze das erstmal hier rein. Das kommt nach draußen und die anderen Sachen, die werde ich einfach wegtun. So. So. Nee, ich will das Ganze haben. Sorry. Ich wollte genau Shift drücken, damit das direkt reingeht. So, das wollte ich machen. So, dann die Samen auch noch hier reinmachen. Irgendwo hatte ich die doch gesehen. Da. So. Dann lege ich mich jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Naso. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!